da muss ich bestimmt gleich wieder durch so einen Spiegel oder in so eine Parallelwelt. Habe ich mal mittlerweile gespeichert? Ey, wenn wir sterben, können wir die ganze Scheiße wieder machen. Es ist mit Experimentierraum beschriftet. Okay, wir haben ein Band. Okay, wir haben das Band, müssen wir irgendwo eingeben im Studio oder irgendwo war ein Videotape. Die Musik ist so übel. Da oben, Besprechungsraum, okay. Wir müssen ins Besprechungsraum. Leider nicht. Leider nicht. So, wir müssen in den Besprechungsraum und da würde ich auch wieder speichern. Dann müssen wir uns das Video angucken und vielleicht vergehen dann die Tage oder die Zeit. Wir müssen bestimmt wieder in so eine Parallelwelt. Besprechungsraum war auf der linken Seite, ne? Ne, auf der rechten Seite. Aber oben an der Halle. Ich muss in die Haupthalle. Die Musik ist so schlimm, Freunde. Die Musik ist so richtig schlimm. Bin ich dann jetzt gelandet? Ne, hier will ich nicht hin. Ich pass. Ah. Alles klar, Tino, ne? Schlaf gut. Viel Spaß auf der Arbeit, moin. Schön, dass du noch dabei warst, so lange. Genau, kannst du dir nachholen und wenn du mal ganz viel Langeweile hast, ach, gerne auf YouTube. Aber dann sind es immer nur 15 Minuten Parts. Ich finde, das ist angenehmer. Aber wie du willst, es sei dir überlassen. Schaut auf jeden Fall noch alle, die hier in meinem Stream sind, jetzt die noch nicht bei Megax LP vorbeigeschaut haben, auf seinem Kanal auch vorbei. Das ist mein Streaming-Partner, wir machen auch ab und zu mal Projekte zusammen. Geiler Typ. Nicht so geil wie ich. Abstauber bei Donkey Kong. So, war das jetzt hier? Jetzt verliere ich die Orientierung wieder. Mann, ich bräuchte so gern Kompass oder irgendwas. Bin ich jetzt wieder in der Leichenhalle? Nee. Wo geht's denn hier noch? Rechts? Ich bin hier bei den zwei Idioten. So, dann geht's hier hoch. Geht's dann hier lang? Hier ist der Schrank. Haupthalle, jawohl. Ich hab warm. Vielen Dank. Vielen Dank für die ganzen Bits heute Abend, Leute. Vielen herzlichen Dank. Oh, ich glaube, jetzt speichern wir auch mal nochmal. Ich mache ja auch keinen Twitch. Ja, kein Twitch. Kein Twitch hecht was? YouTube. Ah.
Hab ich dich da überhaupt schon bei YouTube? Ah, muss man echt, ohne Witz. Guck ich neu, Amo. Das Problem ist, ich bin ja selbst YouTuber, aber gucke selbst kaum YouTube. Weil ich halt als YouTuber auch und Twitcher keine Zeit habe, für YouTube zu gucken. Das ist schon irgendwie geil, oder? So, ich muss das Band. Ich will gerne erst speichern. Ist hier eine Speicherstation? Hier. Wir gehen erst speichern. Ich fühle mich erst wieder sicher. Ich würde gerne mal, wie viel Speicher haben wir noch? Einen. Ne, da gucken wir uns zuerst das Band an. Ne, wir müssen immer noch mal speichern. Wir haben jetzt sau viel gemacht. Hallo? Ist das ein Witz jetzt? Oh, 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 oh. Okay, alles. Ach, das. Lebt er noch? Ich trau den Dingern nicht. So, ach ja, ach die Melodie, ach ein Segen. Das wird mir hier kurz verschnauft. Kurz verschnauft und abgespeichert. Und dann geht's weiter. Hui, das ist der Hammer. Das ist der Hammer, der absolute. Ich habe nur noch einen Speicherband. Ich hoffe, mir kriegen auch mal bald das Nummer 1. Das ist immer eine halbe Stunde gespielt. Nee, weiß gar nicht. Wir haben schon immer ein bisschen gespielt. Ich bin immer so richtig schisserig, was der Fortschritt angeht. Ist halt auch scheiße im Stream, wenn du dann verkackst und musst dann alles wieder machen. Das ist ja dann schon ätzend und langwierig dann. Und dann deswegen versuche ich dann auch so gut wie möglich zu speichern und das alles dann irgendwie, dass es genauso passt. Aber bei dem Spiel ist es tatsächlich knapp bemessen mit dem Speichern. Gucken wir uns mal an, was auf dem Video drauf ist. Das dachte ich mal schon. Reise in die Vergangenheit. Ach nein, oder? Ach, jetzt weiß ich, bin in der Vergangenheit und jetzt muss ich das Gitter, dieses Schloss eintröpfeln, dass es dann in der Zukunft geöffnet ist. Der Junge, der hat gar kein Gesicht mehr. Was haben wir denn jetzt für ein Datum? 1980. 15. November. Jetzt ist es nochmal. Hä? Ah, jetzt ist es anders, das Rätsel. Aber wenn ich den Knopf drücke, geht der wieder raus.
Und dann geht der raus. Dann geht der raus. Der reagiert mit dem. Der reagiert mit dem. Der mit keinem. Okay, okay, das Rätsel ist ein bisschen schwieriger. Dann werde ich mal versuchen, mein Bestes zu geben. Gucken, ob ich noch ein paar Hinweise finde. Lesen wir erstmal noch was vor. Die Experimente schlagen weiterhin fehl. Alle Föten sind missgebildet. Ich habe eine Idee, wie wir mehr Testsubjekte erhalten und den Prozess beschleunigen können. Aber um das zu tun, muss ich etwas Schreckliches tun und es wird unschuldige Leben kosten. Ich glaube daran, dass Gott uns die nötige Stärke geben wird, um unsere Mission zu vollenden. Egal wie hoch die Kosten sein mögen, unser Ziel ist heilig. Geile Scheiße. Ja, wie gesagt, ich will es mal spielen und dann gebe ich auch mal Feedback. Aber noch keinen Zusammenhang jetzt zu diesem Skelett. Okay, die Rätsel da sind nicht ohne jetzt gerade. Okay, ich hatte vorhin richtig... Ah, jetzt kann ich doch die lesen. Pfingstrosen. Rosen der Jasmin. Ich kann mich nie erinnern. Ich spürte Schmetterlinge, als sie mir nahe kamen. Mir war kalt, als ich sie zärtlich umarmte. Ich hauchte ihr Gedichte zu. Der Schmerz, den ich befand, war ein... als sie enttäuschend ging. Erst als sie weg war, konnte ich in den Wind schreien. Ah, okay, das sollen die Körperteile darstellen. Ich kann mich nie erinnern. Ich würde mal sagen, Kopf. Ich spürte Schmetterlinge, als ich mir nahe kam. Kopf, Schmetterlinge im Bauch. Kopf, Bauch. Mir war kalt, als ich sie zärtlich umarmte. Kopf, Bauch, Hand. Ich hauchte ihr Gedicht dazu. Kopf, Bauch, Hand, Kehle, Herz, Kehle. Kopf, Bauch, Hand, Kehle, Herz, Kehle. Kopf, Bauch, Hand, Kehle, Herz, Kehle. Jetzt, Mann! Danke fürs Mitschreiben. Aber ich hans mal ausnahmsweise mal behalten. Aber vielen Dank. Normal ist das immer sehr hilfreich. Ach, guck mal, was da drin ist. Das ist alles so widerlich. Das ist kleine Mädchen. Och nee, das tut mir immer so leid, sowas.
Einfach eingesperrt, das ist schon dreckig. Das ist schon richtig dreckig. Es ist ein Spiel, um Gottes Willen. Who are you? You don't seem to be one of them. Lokalisiere Anna, Erfolg freigeschaltet. Wer bist du? Du scheinst nicht zu ihnen zu gehören. One of them. What are you doing down here? Zu ihnen? Was tust du hier unten? Anna, ich wollte nicht vorlesen. Those men in suits locked me down in this cell. Please, miss, you have to help me get out of here. Of course I'll help. Stay calm, okay? Everything will be all right. I promise. Okay, miss. Where are your parents? My father is on a business trip. He should be back in a couple of days. And my mother was also captured by those men. I'm so sorry. I'll get you out of here. First, we need to find a way to open the door. What do you plan to do, miss? Those men in suits took the key with them, and I don't think it's a good idea that you get close to them. Die Männer in Anzügen haben den Schlüssel. Müssen wir uns auf jeden Fall merken. Vielleicht hängt irgendwo in den Anzügen ein Schlüssel oder sowas. I'm sure there's a way to get the lock off without using the key. Ach so, für den Schlüssel. Please hurry. There isn't much time. We need to save Mother. We'll get you out. Just wait a little longer. Oh, das ist so ätzend. Weil jetzt wissen wir ja, das dauert ja ewig. Dauert es Tage. What have you done to the lock, miss? I poured some acid on it. The metal will eventually dissolve, but it will take some time. I only hope that the acid works fast. There's almost no candle left. You have to be patient, little one. Sooner or later, the lock will fall apart. For now, the best we can do is wait. Thank you, miss. What is your name, little one? Heftig, eh? I'm Anna. Anna Wildberger. I live here in the hospital with my parents and my sister. Have we met before? Your face seems familiar, but I'm sure we've never seen each other before. Do you work in the hospital? No, but I have this photograph. Are you one of these girls? What? Why do you have this photograph? I don't know, but I'm trying to figure it out. It was mailed to me a few weeks ago. A few weeks ago? My father took that photo yesterday morning, just before he left for his trip. Why are you lying to me? I swear I'm not lying. I'm telling the truth. Das ist voll die heftige Story irgendwie, ne? What do you want from me? I just want to help you get out of here. I'm not talking to you anymore. That acid was probably another lie to fool me. You never wanted to help me get out. Anna, you have to listen to me. I need you to trust me. I am your friend. I don't want to talk to you anymore. Anna, listen to me. I don't want to talk to you. Ah, die Säure ist jetzt auch weg. War das auf jeden Fall schon mal richtig. Da ist einfach einer drin begraben. Oh, ein Speicherband. Oh, geil. So. Dann müssen wir jetzt wieder hier raus. Das ist schon sehr traurig. Du wählst, dass es stirbt.